Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir auf die Stimme des Paulus im Römerbrief dieser Tage hören, so haben wir schon entdeckt, dass es ihm ein Anliegen ist, und das wird in unserem Abschnitt heute besonders deutlich, eine starke Brücke zu bauen. Er sagt, es spricht es heute aus, ist denn Gott nur ein Gott der Juden? Gottes Bedeutung, Gottes Gegenwart ist immer universal, nicht beschränkt auf ein einziges Volk. Wenn sich auch Gott, wenn man das so salopp sagen darf, den Luxus erlaubt hat, an Israel sozusagen ein winziges Volk auszusuchen, um mit ihm seine Geschichte zu leben, exemplarisch für alle. Aber in Christus wird diese Grenze gesprengt. Es geht alle an und es kommt niemand daran vorbei. Juden nicht, die auf die Tora vertrauen und sich sozusagen in der Eigenarbeit, in Eigenleistung etwas erwirken wollen. Für die Heiden, von denen Paulus spricht, wenn er sagt, die Griechen oder die Heiden, für die ist es viel klarer. Denn dass sie plötzlich dazugehören dürfen, ist ein großes Geschenk. Das ist klar, das kann man sich nicht verdienen. Es ist Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, das den Heiden gemacht wird. Aber es gilt, und das ist die starke Brücke, die Paulus baut, ebenso für Israel. Man kann sich das Heil und die Gnade Gottes nicht erwerben, man muss sich dadurch beschenken lassen. Ich fand in einer neueren Biografie über die Tagesheilige, Teresa von Avila, einen Abschnitt, man könnte den lesen wie einen kleinen Kommentar zu unserer Römerbriefstelle. Sie, was viele nicht wissen, hatte einen jüdischen Vater, der konvertiert war in den Wirren, dass man Juden, die lange in Spanien gelebt hatten, plötzlich verdächtigte und einen gewissen Druck ausübte. Er hat das zeitlebens, wie auch Teresa selber, versteckt, um nicht darüber zu reden, um das nicht noch mehr ruchbar werden zu lassen, weil man immer verdächtigt wurde, ob man denn wirklich aus Überzeugung Christ geworden ist oder ob das nur unter dem Druck der politischen Verhältnisse so war. Und so scheinen nicht nur die Verse des Römerbriefes von Paulus, obwohl die beiden sich ja, wenn wir sagen, sie haben sich nicht gekannt, ist das für uns Christen natürlich töricht, weil spätestens in der Gemeinschaft der Heiligen werden sie sich kennen und sie werden sich darüber wahrscheinlich ausgetauscht haben oder austauschen bis heute. Aber hören wir, was dieser Biograf von Teresa sagt. 40 Jahre nach ihrem Tod wurde Teresa von Avila heilig gesprochen. Zeit ihres Lebens hat sich Teresa verbeten, in ihrer Gegenwart das Wort heilig auszusprechen. Und sie forderte ihre Mitschwestern auf, gegen dieses Wort einen inneren Krieg zu führen. Denn solch ein Wort, so meinte sie, könne nur Schaden anrichten, weil Menschen, denen so geschmeichelt wird, denken könnten, dass sie es schon geschafft hätten. Es gibt keine Sicherheit, so sagt sie in einem ihrer Kommentare. Es gibt keine Sicherheit, solange wir leben. Und darum sollten Menschen aufhören, danach zu streben, schon hier auf Erden vollkommen zu werden wie Engel. Sie sollten akzeptieren, dass sie einen Körper haben, der krank und gebrechlich wird. Vor allem sollten sie einsehen, dass sie schwach sind, oft versagen, sich selbst nicht kennen, sich und andere belügen oder ihren Eitelkeiten unterliegen. Wir merken schon, bei dieser Frau in die Schule zu gehen, ist eine harte Schule. Aber es ist eine sehr realistische Schule, eine geistliche Schule der Selbsterkenntnis. Das ist das, worauf Paulus hier hinaus will. In der ganzen eigenen Unzulänglichkeit, die man sich eingestehen muss und die wir zeitlebens bei uns selber entdecken müssen, ohne die diversen Mäntelchen, ohne diverse Kosmetik, wie wir uns gegenüber uns selber präsentieren, uns gegenüber anderen und auch Gott gegenüber präsentieren.